the action. Ich glaube, wir können starten. Sehr geehrte Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz am 29. Spieltag der Sportfreunde Lotte gegen den Sportclub Fortuna Köln. Ich darf hiermit die offizielle Besucherzahl verkünden, 1819 Zuschauer sein wird das Spiel. Das Spiel endete offiziell mit dem Ergebnis 0:2. Und damit gratuliere ich unseren Gästen aus Köln erstmal zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Ich begrüße gleichzeitig hier vorne an meiner Seite die beiden Trainer des heutigen Spieltages. Und zwar für die Fortuna Köln Uwe Kuschinat, herzlich willkommen. Und für unsere Sportfreunde Andreas Gollombeck, herzlich willkommen. Ich möchte beginnen mit unserem Gästetrainer von heute, Uwe Kuschinat. Sie haben das Wort, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag nach Lotte. Ich habe heute in der ersten Halbzeit mit Sicherheit ein Stück weit den Platzverhältnissen auch geschuldet. Ein sehr niveauarmes Spiel gesehen. Ich glaube, das muss man einfach mal so sehen. In dem es beiden Mannschaften sehr schwer gefallen ist, von hinten heraus strukturiert Fußball zu spielen. Wir haben sehr, sehr viele Aktionen gehabt, wo es darum ging, einen langen Ball festzumachen, abgelegte Bälle dann in die nächste Ebene zu bringen und auf der anderen Seite diese Konstellation zu verteidigen. Uns ist es sehr, sehr schwer gefallen, in gute Spielkonstellationen zu kommen. Unser Spiel war sehr, sehr rechtslastig. Da haben zwar Scheu und Ernst das eine oder andere Mal mit ihren langen Wegen für ansatzweise Gefahr gesorgt, aber wir hatten keine Konstellation, wo wir uns wirklich mal über die einzelnen Mannschaftsteile nach vorne kombinieren konnten. Wenn wir das versucht haben, ist es schief gegangen. Dann haben wir sehr, sehr viele einfache Mittel gewählt. Vor allen Dingen leider Gottes Mike Kegel in dieser Phase zu häufig überspielt. Der konnte kein Faktor in unserem Spiel sein. Da muss man dann auch ganz klar sagen, hatten wir das ein oder andere Mal Glück bei Standardsituationen oder dem Fernschuss von Österhelwig, dass wir dort nicht 0:1 im Rückstand geraten sind. Und dann ist es manchmal so, wie es vielleicht die Tabellenkonstellation ausdrückt, wir machen kein besonders gutes Spiel. Lotte hat eigentlich alles im Griff und aus dem Nichts heraus zaubert dann Mike Kegel einen fantastischen Ball hinter die Abwehrkette. Eigentlich in einer Konstellation, wo Lotte schon ganz gut steht. Trotzdem läuft Dodo seinen Weg zu Ende und erzielt das 1:0 und das war natürlich ein Dosenöffner für uns, absolut. Mit dieser Führung und den vielen 0:0-Spielen, die wir zuletzt hatten, hat man der Mannschaft angemerkt, jetzt wächst das Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit hat natürlich ganz elementar uns in die Karten gespielt, die gelb-rote Karte. Für Wendel in dieser Überzahlkonstellation am Ende einer englischen Woche hatten wir etwas mehr Ruhe in unserem Spiel, auch wenn wir so 5 problematische Minuten zu überstehen hatten. Am Ende müssen wir uns vielleicht ein Stück weit vorwerfen, dass wir aus der relativ großen Zahl an klaren Torabschlüssen nicht vorher das 2:0 gemacht haben. Aber ich denke, spätestens mit dem Tor von Daniel Caderuel war es dann so, dass wir dann hier schon als sicherer Sieger vom Platz gegangen sind. Lotte hat nie aufgesteckt. Man muss immer aufpassen in dieser Unterzahlkonstellation, dass man nicht noch ein Anschlusstor kassiert. Das wäre das ein oder andere Mal möglich gewesen, wo wir ein bisschen zu passiv und sorglos waren. Insgesamt muss ich allerdings meiner Mannschaft natürlich ein sehr, sehr großes Kompliment machen, am Ende einer englischen Woche dreimal gewonnen zu haben, 0:0 gespielt zu haben, mit einer deutlich kürzeren Regenerationszeit, als das für den Gegner der Fall war. Das nötigt mir schon sehr, sehr viel Respekt gegenüber meiner Truppe ab und ich glaube, es unterstreicht die Ambitionen, die wir uns mittlerweile erarbeitet haben. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kuschinat. Ich bin gespannt auf die Analyse unseres Trainers. Odo, bitte deine Analyse. Ja, von meiner Seite auch erstmal hallo. Erstmal Glückwunsch an Uwe und seiner Mannschaft, die jetzt natürlich richtig dick im Rennen sind, da um diesen dritten Platz, den viele Mannschaften anpeilen. Ja, zum Spiel, also erste Halbzeit, wie Uwe schon gesagt hat, ich glaube, dass nicht viele Aktionen da waren. Wir haben auch sehr wenig zugelassen, aber das Problem ist wirklich, dass wir immer durch einen individuellen Fehler dann in Rückstand geraten, weil das war ja eigentlich keine Chance, sondern so einen langen Ball, den muss man einfach erkennen und sich vernünftig stellen und dann passiert ja gar nichts, aber wir schlafen so ein bisschen auf der Seite, sind überrascht und Ernst geht dann eben durch, kriegt den Ball und macht dann eben auch noch so locker rein durch den Tunnel. Ist natürlich dann sehr unglücklich, dass man bei der einzigen Torchance dann 1:0 zurückliegt. Trotzdem habe ich meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir nicht aufstecken dürfen, weitermachen. Auch wir wussten, dass wir gegen die Spitzenmannschaft spielen, trotzdem hat die Mannschaft nie aufgehört. Das ist natürlich dann so, dass man nach ein paar Minuten dann mit einem Mann weniger spielt. Die gelb-rote Karte, aber also ganz ehrlich, wenn man bei einem Foulspiel, bei einem ganz normalen Foulspiel immer gelb kriegt, dann spielen wir demnächst 6 gegen 6.
Und wie gesagt, wir haben zweimal Möglichkeiten, wo einmal Mo Haier kann man vielleicht Elfmeter geben, dann Rodriguez kann man vielleicht Elfmeter geben. Das ist natürlich immer so, dass man sich das immer wünscht, aber man sagte mir immer, alles gleicht sich aus. Wir kriegen in Wiesbaden-Wehen einen Freistoß, der nie und nimmer einer ist. Und immer Schiedsrichter sind Heimschiedsrichter und wenn es 50-50 ist, dann pfeift man immer für die Mannschaft, die zu Hause ist, außer bei uns. Und so langsam habe ich das Gefühl, wenn man Lotte nicht in der Liga haben will, ja, das ist mir einfach zu auffällig. Und wenn man dann auch ganz vernünftig mit dem Linienrichter spricht und ihm was vernünftig fragt und wie so ein Arsch behandelt wird, ja, wenn man sich dann wehrt, weil wir haben Emotionen, es geht ja hier um ein bisschen was, dann gleich Leute auf die Tribüne schickt, dann hört es bei mir auf. Weil irgendwo denke ich mir so, die haben zwar das Sagen, alles ist gut, aber man kann auch vernünftig miteinander umgehen. Trotzdem, meine Mannschaft hat nie aufgegeben, wir haben dann die ganz große Chance mit Osterhelwig, kann das Tor machen. Ich glaube, dann wird es trotzdem noch schwer mit diesem einen Mann weniger, weil einfach Fortuna Köln eine wahnsinnige Qualität hat. Gerade mit Kate da vorne, wenn der einmal eine Chance hat, dann macht er. Auch nach dem zweiten Tor haben sie nicht aufgehört und haben wieder versucht. Aber es war natürlich dann schwer, weil, wie gesagt, Fortuna Köln hat nicht umsonst, glaube ich, jetzt 4-0 gespielt. Stehen einfach bombig da hinten. Wie gesagt, kann nur Glückwunsch sagen, wir dürfen trotzdem nicht aufhören. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass dann Zuschauer doch dann so reagieren, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Wir haben ja ein Ziel, über den Strich zu stehen. Wenn man gegen eine Top-Mannschaft dann so verliert, wo man einen Fehler macht, erste Halbzeit, wo man in der zweiten Halbzeit die ganze zweite Halbzeit mit einem Mann weniger spielt und trotzdem nicht aufhört, ein bisschen Pech hat bei den Abschlüssen, dass er nicht reingeht, dass man das 1-1 macht, dann bin ich schon enttäuscht. Weil jetzt brauchen wir jeden Einzelnen, auch die Zuschauer, die Sponsoren, die Mannschaft, keiner darf sich abwehren. Weil wir haben ein Ziel, über den Strich zu stehen und das wussten wir, dass das schwer wird. Ich habe mir gesagt, jede Mannschaft hat einen Torjäger. Ich gucke immer die Ergebnisse, Keita, Fortuna Köln, Grimaldi, Münster. Da kann man immer so weitermachen, einer macht immer die Tore. Und den haben wir leider nicht mehr. Den mussten wir abgeben. Und da muss sich irgendeiner rauskristallisieren, der da ist. Nur wir können uns keinen schnitzen. Und ich habe den Jungs eben auf dem Platz gesagt. Ich bin wirklich kein Freund davon, dass man auf den Platz geht und dann nochmal Ansprache macht. Aber ich habe gesagt, es gibt wir hier, der Haufen. Der ist dafür verantwortlich, dass Lotte in der Liga bleibt. Und wir dürfen uns nicht von irgendjemandem irgendwas einreden lassen, dass alles verkehrt ist, dass alles scheiße ist. Nein, wir haben heute gegen eine Top-Mannschaft gespielt. Wir haben auch ein bisschen Pech gehabt. Aber wir werden nicht aufgeben. Unser Ziel ist, über den Strich zu ziehen und das werden wir schaffen. Und alles andere ist unwichtig. Dankeschön. Herzlichen Dank, Golo, für diese Analyse. Ich denke mal, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt Fragebedarf. Wir haben ein Mikrofon vorbereitet. Bitte Ihre Fragen. Wie ich sehe, ist das nicht der Fall. Damit darf ich mich recht herzlich bedanken für Ihr heutiges Kommen und Interesse und hoffe, dass wir uns wiedersehen am 24.03. um 14 Uhr, wenn wir hier an der gleichen Stelle den Chemnitzer FC empfangen. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, Dankeschön. Wiedersehen.